Okay. Ach, hier sind jetzt auch Schürhaken. Okay. Cool. Wieso darf ich noch spielen? Ich dachte, ich muss jetzt von ganz von vorne anfangen. Okay, also immer am besten unten viel arbeiten. Lanosch, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Viel unten arbeiten, okay. Ich probiere es. Dann passieren oben irgendwelche tollen Dinge und dann bekomme ich irgendwie noch mehr. Ah, es lädt sich erst auf. Jetzt sehe ich das. Okay. Ach. Oh Mann. Shit. Jetzt habe ich... Das war blöd. Ja, das war blöd. Okay. Hey Jess. Und danke für deine Eiswürfelchen. Also für deinen Host. Aha. Aha. Venosferatus 666. Vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. So, ich bin hier gerade ein bisschen so in Bedrängnis. Ich muss das hier schaffen, bevor die Zeit abgelaufen ist und bevor mich irgendwas erschreckt. Das heißt, ich muss auch ganz viel Salz irgendwo herbekommen, damit ich keinen Jumpscare bekomme, der mich tötet. Heißt, ich bin gleich für den Chat wieder da. Nein, nein, das war ein Jumpscare. Aber er hat mich nicht getötet. Ich habe Glück gehabt. Okay. Okay. Aber der nächste tötet mich. Der nächste Jumpscare, wenn ich nicht genügend Salz bis dahin irgendwo auftreibe, der tötet mich. Ich sehe nichts. Ah, okay. Ihr seht bestimmt alle ganz viel. Ja, das zum Beispiel. Und ich sehe halt gar nichts gerade. Das ist mir schon klar. Das gibt's da nicht. Da, nein. So. Oh Gott. So und... Salz. Ich brauche Salz, damit ich die Dämonen irgendwie von mir fernhalten kann. Und hier knarzt es so schön. Ich schau mal ganz kurz. 25.000 Punkte, eben ein neues Leben. Ah, okay, verstehe. Du hast am Anfang 3 Leben, jetzt noch 2. Ach, deswegen. Okay. Du spielst also Victoria, da muss ich doch glatt mal schauen, was da passiert. Ich bin im Bedrängnis, das passiert. Hey Neptun. Okay, den hier und den hier. Nein. So rum ist klüger. Mhm. Wir sind heute mal klug. Ach, schon wieder mit der Klugheit, gell? Ich krieg nie im Leben so viel Salz zusammen, dass ich das halt irgendwie überstehen kann, das Ganze hier. Schräg gehen die Dreierketten nicht, gell? Das muss immer... horizontal oder vertikal sein. Salz. Salz, 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 Salz. Das Level finde ich jetzt echt schon schwer. Nein. Jetzt ist die Zeit gleich schon wieder abgelaufen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich bin echt eine Niete. Also das Spiel muss ich erst noch lernen.
Da muss ich erst noch reinkommen irgendwie. Das kann man noch wegmachen. Oh Mann! Ja, stimmt, Neptun. Du warst ja schon da. Sorry. Dachte, du warst weg und bist wieder gekommen. Solche Spiele bedürfen etwas Übung. Oh, das ist aber lieb, dass du das sagst. Am meisten immer darauf konzentrieren, einfach schnell Ketten zu zerstören. Und halt dabei primär auf die blauen Felder konzentrieren, die sind halt am wichtigsten. Ja. Jetzt hast du aber auch direkt einmal den Schürhaken aufgeladen. Ach, der ist noch aufgeladen. Okay. Aber ich habe nur noch ein Leben. Okay. Ich gebe mir jetzt erstmal Mühe, dass ich das meiste so wegbekomme. Und dann kann man immer noch gucken, ob ich den Schürhaken irgendwo brauche. Ich werde schon ganz blöd. Und wie mache ich Ketten? Wie meinst du Kette machen? Die Dreierketten halt oder nochmal andere? Salz. Okay. Achso, das geht ja gar nicht. Runter geht. Das geht. Und das geht. Ich liebe die Musik hier. Habt ihr echt einen schönen Soundtrack gemacht. Okay. Nicht schlecht. Ich würde gern sagen, das war gekonnt und Absicht. Ich sag's einfach. Gekonnt und Absicht. Meine Zeit läuft ab. Bam. Ah! Mann! Das ist gemein. Die Dreierketten, ja, ja. Was passiert, wenn du kein Leben mehr hast? Dann muss ich das Kapitel von Anfang an neu anfangen, ja. Yippie! Oh Mann. Scheiße. Ich kann nicht mal auf Fortsetzen gehen. Okay, Leute. Wir machen das. Aber du bist schon schneller geworden. Ja, danke. Jetzt können wir aber auch mal gucken, ob ich das gut eingestellt habe. Ob jetzt die Stimme lauter ist als die Musik. Victoria Miller. Vor 3 Jahren wurden mein Mann und meine beiden Kinder durch einen Poltergeist ermordet. Oh Mann. Auch wenn ich vorher nie an übernatürliche Dinge geglaubt habe, so musste ich mich damit abfinden, dass diese existieren. Seit dieser Zeit ziehe ich durch das gesamte Land und jage bösartige Wesen. Jetzt gerade befinde ich mich in Pennsylvania. Hier soll sich ein rachsüchtiger Geist in einem abgelegenen Haus im Wald befinden. Weniger denken! Hallo Marvel Cookie. Weniger denken, mehr Steine taufen. Ich versuch's. Okay, weniger denken, weniger denken. Wie macht man das? Ich mag den Hintergrund von dem übrigens. Das ist im Haus, ne? Küche. Hamster und Mikrowelle fällt mir da ein. Wie kriege ich denn das jetzt weg? Nicht zu viel denken, nicht zu viel denken. Lass dich einfach lenken. Ah!
eine tauschen. Ich könnte halt am Anfang auch echt gut Salz scheffeln, ne? Weil da passiert noch nicht so viel. Ich sehe schon nichts mehr langsam. Da knarzt es schon. Das gibt's doch nicht. Ah! Nein, jetzt habe ich direkt am Anfang schon. Das ist doch kacke. Ich muss irgendwie da unten hinkommen. Das gibt's doch nicht. Es ist bestimmt die ganze Zeit da und ich sehe es einfach nicht. Muss ich ein Stück zurückgehen? Vielleicht bin ich einfach zu nah. Zu nah dran. Jetzt wird's langsam. Aha. Oh mein Gott. Das war's ja. Oh. Blöd, oder? Wann kommt Victoria eigentlich raus? Das Spiel erscheint am 1.1. Netter Neujahrsgruß. Ja. Am 1.1.2019. Da darf man sich fürchten und sich ärgern. Oh Gott. Ich werde dann auch ein paar Spiele verlosen, übrigens. Im Stream. Also nicht am 1.1., aber... irgendwann dann. Müssen wir da mal gucken, wann genau. Okay. Hallo Katze. Keine Katze. Die jagt ihre eigenen Haare. Die jagt ihre eigenen Haare? Och, wie niedlich. Katze spielt. Okay. Nein, nein, nein. Ja. Das war ja jetzt okay. Habe ich bisher was verpasst? Nur die ersten Gehversuche von Eroshi in einem Match 3 Game. Nicht nur das. Ich habe eine Weihnachtsgeschichte zu Beginn des Streams vorgelesen. Aber am Ende gibt es auch noch eine. Dann haben wir Call of Cthulhu gespielt und ich habe mir die Hose gemacht irgendwie heute. Das auch nicht. Und bin aber weitergekommen, Gott sei Dank. Und ja, jetzt spiele ich Victoria. Es ist ein bisschen was. Aber kommt ja auch alles auf YouTube. Falls du davon noch was gucken möchtest. Okay. Ich will keinen Jumpscare. Ich will keinen Jumpscare. Ah, da knarzt es schon. Nett. Ist das nicht nett? Da will er mich besuchen kommen. Ich finde die Idee so geil. Sonst sind diese Spiele immer so super fröhlich und bunt. Das ist echt mal was anderes. Ist schon cool. Oh, Salz. Salz. Salz ist immer gut.
Njam, njam, njam. Gerade wäre es gegangen und dann habe ich es kaputt gemacht. Nein, es geht immer noch. Okay. Nein, Mist, da ist noch einer. Schnell, schnell, schnell. Noch ein Tag, dann ist Weihnachten. Oh mein Gott, stimmt. Jetzt ist schon der 23. Mitternacht. Ja, Wahnsinn. Habt ihr auch alle schöne Geschenke besorgen können? Oder kauft ihr dann am Montag noch? Die ganzen Level davor gehen eigentlich einigermaßen. Und dann dieses eine... Ich fand das echt fies. Aber es macht halt gleichzeitig auch voll Spaß. Es ist so... Es hat so einen Suchtfaktor irgendwie. Furchtbar. Nein! Scheiße. Ich brauche mehr Salz. Ich brauche mehr Salz. Das ist fies mit den Jumpscares. Ich habe gerade gar nicht mehr dran gedacht und einfach nur geschaut, was ich hier machen muss und bin näher hingegangen. Das macht einen schon ein bisschen kirre. Also alles machen, was geht, egal ob blau oder nicht. Natürlich Präferenz bei blau. Einfach immer so ein bisschen durchschauen. Was kann ich machen? Okay. Ja, toll. Salz. Salz und das. Und wie kriege ich das jetzt noch? Ah ja, einmal so und... Das kriegen wir jetzt auch noch weg. Schaffen wir schon. Ey, Quatschkopf. Ja, sehr gut. Ganz kurz. Puh. Mann, habe ich viel verpasst. Ja, ein bisschen was. Noch ein Tag, dann ist Weihnachten. Ja, genau. Fröhlich, bunt und lustig gibt's bei uns nicht. Nee, das wäre auch komisch irgendwie. Obwohl, bunt und lustig in einem Horrorspiel ist auch gut. Wie bei... Welcher Film war das, wo er das Ohr abschneidet und dazu fröhliche Musik im Radio läuft? Sowas finde ich auch immer ganz cool. Wie lange streamst du heute? Ach, ich schätze mal so bis um 1, 2, irgendwie sowas. Und dann kommt das nächste. Oh Gott, morgen ist Weihnachten. Erst ja, morgen ist Weihnachten, dann oh Gott. Das gefällt mir. Miau, miau. Miau, miau. Miau, miau, miau. Okay, einfach weitermachen, auch wenn da oben schon Sachen in sich zusammenfallen. Einfach immer weitermachen. Ja, so langsam. Nicht nachdenken, einfach die Steine schieben irgendwie. Nicht überlegen, wie fällt's am besten, was muss ich machen. Gedöns. Okay. Ja, wenn es da gerade runterfällt, dann geht's halt nicht, ne? Dann ist irgendwie schwierig. Da. Schneller, nicht nachdenken. Jetzt habe ich wieder nachgedacht.
Mich zu schimpfen, weil ich nachdenke, ist auch so. Nicht denken, hör auf! So, und... Nein, so rum. Ah, sehr gut! Weil wegen Weihnachten und so weiter. Ach so, wann streamst du dann wieder? Ja, wahrscheinlich tatsächlich erst... Also es kann sein, dass ich einen spontanen Stream in den 2 Wochen Weihnachtsferien mache. Aber wahrscheinlich nehme ich mir die 2 Wochen tatsächlich auch einfach Pause von allem. Deswegen werde ich nichts ankündigen. Ich sag jetzt einfach mal, es wird nicht, also kein Stream kommen. Deswegen mache ich heute auch besonders lange und werde dann einfach alles auch auf YouTube hochladen. Für die, die es verpasst haben, aber das mache ich ja eh immer. Außer mit den zwischen den Sachen halt, wo wir einfach nur quatschen. Da sind das nur so gezielte Sachen, die ich hochlade. Und werde wahrscheinlich keinen Stream in den Weihnachtsferien bringen. Es kann natürlich sein, dass ich Zeit habe und mir denke, ich habe jetzt total Lust und ich will jetzt. Und dann mache ich es halt spontan und dann gebe ich das auch wieder überall bekannt. Aber geht jetzt mal nicht davon aus. Sonst wäre das dann erst im nächsten Jahr. Ja, vielleicht sogar bei Silvester könnte es sogar sein, dass ich mich mal kurz blicken lasse. Aber nagelt mich nicht fest. Also, wir schauen einfach mal. Es wird zumindest mal nichts angekündigt. Einfach mal komplett Ruhe von allem. Also auch von Hobbys, die mir Spaß machen. Einfach nur mal keine Termine machen. Das ist es nämlich. Einfach mal keine Termine machen, ja. Das ist der Hauptfaktor für mich. Deswegen spontan streamen kann echt gut sein. Ohne Termin, sozusagen. Ich wusste doch, da geht was. Ah! Ha? Was? Schürhaken. Okay, okay, danke. Ich will das gerade nicht lesen, dann geht meine Zeit nur weg. Da knarzt was. Da kommt was. Ich brauche Salz, ich brauche Salz, ich brauche Salz, ich brauche viel mehr Salz. Ich habe immer noch zu wenig Salz. Scheiße! Gerade habe ich das Salz genommen. Oh Mann! Jetzt bin ich schon wieder neben der Spur, das hat mich so erschreckt. Krass, wie ich erstmal gar nichts machen kann, wenn mich was erschreckt. Das gibt's doch nicht. Was machen wir denn jetzt? Ist das eigentlich schon das Level, was ich vorhin... Nee, das ist eins davor, gell? Das hier habe ich noch geschafft vorhin. Komm schon, diesmal schaffe ich es doch. Diesmal schaffe ich es. Münzen. Ja, das geht hier. Hier. Und hier. Läuft, 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 läuft. Läuft gerade. Und kommt der eine noch? Na klar, der geht. Ach so. Warum geht das gerade nicht weg? Irgendwas habe ich gerade falsch gemacht und ich check nicht was. Scheiße, da kommt gleich wieder was. Ich höre es ja schon. Jetzt! Oh. Okay, ganz kurz. Jetzt bin ich bei dem Level, wo ich vorhin versagt habe. Nur mal so, ja? Ja, mach dir keinen Stress deswegen. Mach ich nicht. Das ist eben genau der Plan. Ich bin da, wenn ich da bin und... So läuft es dann.